eine kurze Folge war zu Ende. Jetzt geht's weiter mit SpongeBob Schwammkopf und unserer Freundin Sandy. Und wir machen heute Hilfe und Larry. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich lang muss überhaupt. Ja, ja, das weiß ich. Okay. Das heißt, wir müssen da also rüber. Wie kriegen die Bottom Mutter? Was tust du da? Okay, den müssen wir also jetzt mehr oder weniger. Ich hoffe, mal die kann jemand gebrauchen. Ouch! Oh, Entschuldigung. Hilfe. Nein, 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 nein! Ich wollte nicht da runter! Ich wollte nicht da runterhüpfen! Warum? Was ist passiert? Okay. Geh weiter. Das fiese Möppchen hier, das werden wir nochmal uns holen. Oh, warte mal, das machen wir anders. Tschüss. Keine Sorge. Nehmen wir die auf den Sack. Der wird natürlich jetzt wieder mit seiner. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt, den Typen. Okay, schon besser. Ja. Tausend der Tiki nach Texas ab. Und ein weiterer. Ein weiteres goldenes Lenkrad. Okay, dann müssen wir da hoch. Was ist das so mal sogar? Aber Bums, damit haben wir das auch. Eine Erfrischung. Oh genau, und eine frische Unterhose nehmen wir uns jetzt. Da oben müssen wir auch noch hoch, da oben ist nämlich noch mehr. Schauen wir uns mal auch da hin. Und dann machen wir das doch mal glatt. So, dann holen wir uns die Sachen. Wir haben schon wieder 2000 noch was, ne? Okay. Einmal machen wir mal den Windschopf-Shop und einmal einen Checkpoint und eine Transportkiste. Dann bauen wir die Brücke mal wieder auf. Super. Ich liebe es. Hey! Sandy, warum? Okay, die Brücke, die ist also quasi nur mehr oder weniger mal auf Kurzzeit da. Das heißt, wir haben nicht allzu viel Zeit, bis das Zeitprogramm war. Komme ich da nicht ran? Komme ich da nicht ran? Warte mal. Das geht auch so. So gut wie Texas Barbecue Soße. Autsch! Schnauze. So. Okay, schon besser. Frische in der Box. Ja, Hilfe. Okay. So, weil ich bin Hundi. Was sind wir denn überhaupt jetzt? Müssen wir darüber, oder? Da ist nämlich ein weiteres goldenes Lenkrad. Nummer 7. 4 fehlen uns noch. Nein, Sandy! Warte mal, komm ich wieder da rum? Ja. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da hoch? Hochfliegen kann ich nicht, ne? Das glaub ich, weil ich will diese Socke haben, die da oben liegt, aber scheinbar müssen wir da noch ein bisschen. Okay, gut. Dann müssen wir da kurz nochmal einen Arm ansetzen. Sandy!
springen wir nicht in den Tod. Mann, Mann. Ja, tschüss. Okay. Da ist ein Laufband. Ja. Gut. Die nehmen wir mal gehabt mit, die Dinger. Ich überlege gerade, wie komme ich jetzt. Ich will ja alles immer mitnehmen, ne? Soweit es so möglich ist. So, da komme ich jetzt. Warte mal. Die Dinger, jetzt muss ich gerade überlegen, wie komme ich da ran? Jetzt schauen wir von dort oben, ne? Wie komme ich da ran? Ich meine, dadurch, dass ich jetzt eben gerade kurz mehr oder weniger verreckt bin. Wie komme ich da hoch? Was für ein leeren sind die jetzt gerade? Tschüss. Warte mal kurz. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja, da sind wir schon gewesen. Aber ich muss jetzt überlegen, wie komme ich da weiter? Von da oben vorne dort? Ne, da komme ich da nicht rüber. Okay, über die Dings komme ich nicht. Ne, ich kann doch nicht da hoch, oder? So kann ich doch nicht springen. Rüber jetzt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt gerade. Also da komme ich. Da bin ich ja gerade hergekommen, ne? Ich müsste da rüber irgendwo. Das kann nicht sein. Also das muss ja seinen Sinn haben irgendwo. Da rüber. Da komme ich dann niemals rüber. Mir fast klar. Aber wie komme ich da weiter? Leg dich niemals mit Texas an! Komme ich denn da hoch? Ich weiß, ich muss da wahrscheinlich drauf auf die Dinger, oder? Ich habe aber auch keinen Checkpoint, wo ich da weiterkomme. Also keinen Aufhängerpunkt. Ich muss ja da irgendwo jetzt über die Dinger drüber, weil da oben ist nämlich auch wieder ein weiteres goldenes Lenkrad. Das hätte ich ja gerne. Ich muss ja da irgendwo hoch. Boah, gerade. Ich bin gerade ein bisschen dezent überfragt. So, ist klar. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da hoch? Darüber irgendwas? Da sind wir eben schon gewesen. Ja, warte mal. Wo muss ich denn da? Ich muss da irgendwo hin. Wo muss ich denn? Da komme ich doch nicht rüber, oder nicht? Oder hat das echt einen Sinn, jetzt, dass ich das Ding da... Nee, da kommen wir doch her. Nein. Das wäre jetzt zu einfach, oder?
Wie würdest du bei Türpocken schwindeln? Out! Gehen wir nicht auf den Senkel jetzt gerade. Ich bin jetzt diese scheiß Maschine mal los. Zack! Sag mir nicht, dass ich jetzt wirklich hier richtig bin. Eine Erfrischung! Das ist wirklich so gewesen. Und ich habe ja immer nur den. Oh, Hilfe! Warte mal. Oh, schießt mich. Ich weiß nicht, woher. Irgendwo war ein Typ. Irgendwo ist Raketenklaus. Da ist Raketenklaus. Tschüss, Raketenklaus. So. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Okay, schon besser. So, jetzt muss ich da gucken. Okay. Oh mein Gott. Jetzt muss ich gerade gucken. So, hier geht's mal weiter. Nein! Zu kurz gesprungen! Perspektive und so! Hier geht die Party ab! Aber es war zumindest tatsächlich der richtige Weg. Jetzt habe ich wieder Raketenklaus vor mir. So, dann machen wir da nämlich wieder mal ein bisschen Ruhe. Bis vor der nächste hier ankommt. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, deswegen der Perspektive, dass ich nicht mich da Fehler mache. Die zwei da unten, die haben wir ja schon. Ich muss jetzt nicht wieder so einen dämlichen Scheißfehler machen. Oh, ich glaube, ich wollte einfach zu viel, dass ich da nicht rüberkomme. Jetzt wäre kurz abwarten müssen, bis der hier quasi der hier auf unserer Höhe ist. Ja, der gut. Okay, der will jetzt. Leg dich niemals mit Texas an! Genau, Sandy hat jetzt erstmal. Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Autsch! Eieiei! Autsch! Was die scheiß Maschine macht, Kleine. Aufzupassen, dass ich SpongeBob. Diese scheiß Dings! Ich hatte die scheiß Maschine down! Und die haut mich hinten runter! Ah, oh, den hätte ich hier gehabt, den Dings. Okay. Autsch! Eieiei! Jetzt ist aber auch mal gut jetzt hier. Hallo, herzhaft, lass mich doch in Ruhe. Das ist der Texas. Komm denn zu uns, Sven. Komm her, mein Freund. Oh, tschüss. So. Jetzt haben wir einen Checkpoint. Eieiei. Wollen wir die Maschine mal zu klein holen? Gott sei Dank habe ich das jetzt auch hingekriegt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Hilfe. So, dann mal da. Ah, das war keine Absicht. Vergiss es. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal konnte ich Gott sei Dank reden. Okay, schon besser. Kann genau wie SpongeBob Abhänge runterrutschen. Alles klar. Alles klar. Cool. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir. Kommen wir da jetzt rein oder was? Müssen wir jetzt irgendwie rein oder was? Wir müssen doch da nicht wieder runter, oder? Scheinbar schon. Das war Glück gehabt. Okay. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? So, jetzt haben wir das zumindest auch mit der Socke. Das macht bestimmt irgendeinen Sinn. Okay, alles klar. Müssen wir dann jetzt weiter? Ist die Scheiß Antenne dort? Die Antenne hat doch irgendeinen sehr Sinn. Okay.
Wo muss ich denn da jetzt hin? So. Nee, das ist doch irgendwas näheres Sinn. Das ist doch irgendein näheren Sinn. Fluhu! Da lang oder was? Da hoch und dann darüber oder was? Nee, da kommen wir doch gerade her. Da sind wir gerade hochgeklettert mit dem Ding. Da kommen wir nicht weiter. Ich will gerade, wie kommen wir jetzt weiter? Darüber? Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Irgendwas hat das doch nicht Sinn. Ist ja bestimmt darüber. Nee, das, okay, das. Also, das Ding macht automatisch keinen Sinn. Kawabunga! Aber das hier macht Sinn. Ich muss jetzt gerade gucken. Ich habe eine Chipbutterfische. Aber... Je glänzender, desto besser. Gehabt. Und ein weiterer Fallewender. Nummer 12. Hier könnten wir natürlich wieder auf SpongeBob wechseln, aber... denn jetzt aktiviert denn nichts? Ich kann das wirklich nur die SpongeBob oder was? Okay, ich muss tatsächlich hier wieder. Also, ich muss hier einen Charakter wechseln. Alles klar. Und dann sind wir wieder mit SpongeBob am Start. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht's weiter mit diesem tollen Level hier.